Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und heute wage ich mich wirklich an ein Biest. Super Dungeon Explore Forgotten King. Aus dem Hause Soda Pop Miniatures und Ninja Division. Ja, das ist wirklich ein Kracher, deswegen, also auch ein wirkliches Biest von Spiel, deswegen wie immer als allererstes mal die Komponenten. Und bevor ich ganz groß auf die Komponenten eingehe, ganz kurz zu den Regelwerken. Es gibt zwei Regelwerke, einen sogenannten Arcade Mode und einen sogenannten Classic Mode. Forgotten King ist das zweite Spiel aus dem Hause Super Dungeon Explore. Und der erste kam nur mit dem Classic Mode. Das ist ein Spieler, ein böser Spieler, der die bösen Figuren kontrolliert gegen die guten Helden. Und dann, wie viele Helden man noch haben will, 1, 2, 3, 4. Aber in der Regel waren es dann also 3 bis 5 Spieler. Und der Arcade Mode hat zwei neue Errungenschaften. Erstens, es macht ein Solo-Spiel, weil der böse Spieler jetzt eine künstliche Intelligenz bekommt. Er kriegt Karten, mit denen er, wie er agiert. Das zweite, was es macht, ist dadurch natürlich auch ein Koop-Modus möglich, dass mehrere einfach gute Helden spielen und der Böse weiterhin von der künstlichen Intelligenz gespielt wird. Auch wenn natürlich der Arcade-Mode sozusagen im Grunde quasi auf dem Tisch liegt für mich, werde ich heute den Classic-Mode spielen und euch erst einmal zeigen, was in der Box ist, wie immer. Also, erst einmal 6 dieser wirklich großen Spielteile, beidseitig bedruckte Pläne und alles, was so eine Fantasy-Sache ausmacht, ist da natürlich auch drauf. Ja, was haben wir dann noch? Dann gucken wir doch mal gleich hier rüber. 3 verschiedene Würfel, grüne, rote und blaue mit unterschiedlichen Symbolen drauf. Dann die Miniaturen. Und da wollen wir doch schon mal hier ran, hier an diese Dinger hier. Sind die niedlich. Oh, guckt euch die mal an. Ja. Und ganz zum Schluss, hier, das ist der Oberbösewicht. Guckt euch den mal an. Da hinten mit der Kiste, der mir den Po beißt. Also wirklich schön gestaltete Miniaturen. Das, die grünen sind die bösen Miniaturen und ihr seht schon, da steht so einiges auf dem Tisch. Jede Miniatur hat 1, 2, 3, 4, 15 Statistikkarten. Und hier gilt wieder lila Arcade Mode, also den wir nicht spielen. Grün bedeutet der normale Classic Mode. Und blau bedeutet Held und dieser hier kann zu einem Helden mutieren, deswegen hat er eine blaue Karte. Ebenfalls bei diesem hier. Bei diesem hier gibt es einfach nur grün und lila, nur grün manchmal und so weiter und so fort. Manchmal gibt es auch zwei Karten. Das liegt daran, dass es entweder besonders viele dieser Figuren im Spiel gibt. Manche haben auch unterschiedliche Sachen. Hier gibt es zum Beispiel für ein und dieselbe Miniatur unterschiedliche, vielleicht sieht man das auch, unterschiedliche Namen. All das ist möglich. Also diese Karten sind doch reichlich gesät. Und wie gesagt, lilane, die kommen gleich alle in die Box. Mit den grünen spielen wir heute. Ja, und dann kann man sich hier auch diese ganzen wunderbaren Miniaturen nachher einmal angucken. Die meisten, und das ist schade, die meisten kommen gar nicht zum Einsatz in einem Spiel. Aber so ist das eben, wenn da so viel drin ist. So, dann haben wir Fallenteile hier. Wir haben ein Loot-Deck, also etwas, was man vom Killen von Monstern kriegt. Wir haben ein Treasure-Deck. Wir haben einen Rucksack, in den die Sachen reinkommen. Ihr seht schon, wir haben eine ganze Menge. Skull-Token, das sind Princess-Coins. Das hier sind die sogenannten Game-Effect-Tokens, Potions, Healings, also Hard-Lebenszeichen. Start-Marker, das sind Dungeon-Key-Tokens. Dann hier gleich die ganzen guten Helden. Auch bei den Helden haben wir natürlich wieder Miniaturen, die ich euch auch mal zeige. Hier diese kleinen Mini-Schweinchen. Und das sind so die normalen Helden hier, der mit der Armbrust. Das ist dann der Royal Warden zum Beispiel. Das ist der Questing Knight, mit dem spielt man häufig. Das ist so eine, die auf einem Einhorn reitet. Ja, das Ganze ist so ein bisschen in so
kitschigen Anime-Fantasy-Style angelegt, das muss man wissen. Diese kleinen hier haben extra diese kleinen Karten, das sind auch welche. Es gibt Schatzkisten. Das hier ist das lila Deck für die künstliche Intelligenz im Arcade-Modus. Das hier haben wir auch schon, das ist das sogenannte Explore-Deck. Dann haben wir hier noch für den Arcade-Modus sogenannte Wrath-Cards. Was die machen, ist relativ einfach. Die entscheiden einfach die Wrath-Tokens. Das wiederum sind diese hier. Das hier sind jede Menge Power-Tokens oder Superfähigkeiten-Tokens, wie man die auch immer nennen will. Wenn man zum Beispiel ausgenockt wird und all solche Sachen, dann kommen diese ins Spiel, wenn man angezündet wird. Hier gibt es noch eine andere Mighty-Karte. Ja, und dann gibt es noch die Tile-Effekt-Karte. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Sachen, die in der Box sind, auch gezeigt. Dazu schwenke ich noch einmal hier rüber, damit ihr wirklich vollen Tisch seht. Also da ist wirklich alles drauf, was sich so ein Spielerherz wünschen kann. So, wie immer dekoriere ich jetzt den Tisch komplett neu um, mache alles neu und dann seht ihr mich wieder zur Regelerklärung. Ich habe bereits die Aufstellung der Teile. Ich spiele mit 1, 2, 3 Teilen. Das liegt daran, dass ich hier oben mit 3 Helden starte. Hier sind die Heldenkarten. Einmal Fae Alchemist, dann der Questing Knight und der Royal Warden. Mit den dreien werde ich starten und als Helden spielen. Hier sind ein paar Location-Sachen, die jetzt hier einfach mal aufgebaut sind. Hier ist der Gegner aufgebaut, der Böse, und auf dem Brett hat der natürlich auch schon so einiges. Und wie läuft jetzt so ein Spiel ab? Ach so, ja, und hier auf der anderen Seite ist so der ganze Support. Wie läuft jetzt so ein Spiel ab? Das ist eigentlich ganz einfach. Immer erst macht ein Held seinen Zug und danach ist dann der Gegenspieler, der Grüne, dran. Der Bösewicht. Nehmen wir mal an, der Questing Knight würde einen Zug machen. Man darf sich die Zugreihenfolge aussuchen. Dann habe ich rechts oben auf der Karte eine 6 und eine 3. 6 ist Movement und 3 ist die Aktion, die ich machen darf. So, es läuft also wie einfach ab. Also, ich darf anfangen, mich zu bewegen oder anfangen, etwas zu machen. Das läuft dann so ab, dass ich hier einfach als erstes mal so eine Reorganisationsphase habe, falls ich irgendwelche Ongoing Effects habe, falls ich einen Healingszauber habe oder sonstiges, dann wird das jetzt erstmal hier gemacht. Aber das passiert relativ selten, also werden wir das erstmal hier in der Diskussion skippen. Danach kann ich Movement und Aktionen in jeder Reihenfolge machen. Ich kann auch 2 Movement meiner 6 machen und dann 3 Aktionen oder 2 Aktionen, dann 2 weitere gehen und dann nochmal 2 gehen. Das kann ich mixen und matchen, wie ich will. Und zum Ende könnte ich noch eine Potion trinken. Das sieht man hier unten, diese grüne Potion mit der 1 drin, Magic Armor. Die würde dann die ganze Runde gelten. Die kann ich auch schon zwischendurch trinken eventuell. Das liegt an der Potion, aber grundsätzlich erst einmal das. Danach ist dann der böse Spieler dran. Der kann 2 Sachen machen. In der Mitte hier von diesem ganzen Tumult, das hier, das ist ein Spawning Point. Da kommen die Monster raus. Ziel des Spiels ist es, diese Spawning Points zu killen. Und jedes Mal, wenn ich einen Spawning Point gekillt habe auf einem Kartenteil, dann kommt ein kleiner Boss. Und wenn ich auf dem letzten Kartenteil den Spawning Point niedergerissen habe, dann kommt der Oberboss. Es gibt hier auch noch immer Schatzkisten. Die sind aber hier hinter Mauern versteckt. Ich habe es aber trotzdem so aufgebaut, dass man es auch schaffen kann in einer gewissen Geschwindigkeit. Darum habe ich den Spawning Point, den letzten, hier hinten nah hingestellt an den Eingang und nicht in die letzte Ecke. Cleverer wäre natürlich gewesen, in die letzte Ecke zu stellen. Aber ich will ja auch euch zeigen, wie das Spiel geht und nicht zwingend nur gewinnen. So, dann ist der Böse dran. Der kann genau 2 Sachen machen. Entweder neue Monster herbeispawnen oder Monster bewegen. Und beim Monster bewegen gilt, er kann sogenannte Skull-Punkte ausgeben. Hier unten sieht man einen Skull 1 drauf, so ein Kristallschädel. Und der kann bis zu 4 Kristallpunkte ausgeben oder eigentlich genau 4. Er sollte immer 4 ausgeben. Und die können sich dann ebenfalls wie die anderen bewegen und kämpfen. Hier, man sieht schon, die haben hier zum Beispiel 6 und 1. Die haben natürlich in der Regel weniger. Wenn man hier zum Beispiel so einen Frog Knight hat, dann hat der auch mal 8-2. Dafür kostet er aber dann gleich 2 Kristallpunkte. Hat man so einen hier, der ist natürlich noch härter. Der Executioner, der hat dann sogar gleich 3. Der hat auch nur 2 Aktionen. Aber ich meine, man gucke sich mal die Figur an. Ja,
Also es gibt 1, 2, 3 und dann gibt es noch sogenannte Startkarten hier, da unten. Das sind die Minibosse oder der Endboss. Ach Quatsch, nicht die Startkarten, Entschuldigung. Die Superkarten. Jetzt habe ich, die Startkarten sind natürlich die Spawning Points. Hier, die Superbosse, da muss ja auch der Boss draufstehen. Und die dürfte man zusätzlich noch aktivieren. Das heißt also, wenn ich bis zu 4 Kristallkegel aktiviere, darf ich immer noch einen Superboss aktivieren. Es gibt auch noch diese kleinen hier oben. Die zählen auch nicht dagegen, gegen das Kristalllevel. Die sind einfach da. Das sind kleine Miesmacher. Die kommen nämlich anders ins Spiel, als dass man sie herbeiruft. Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es das. Wenn man Monster killt, kriegt man dafür Schätze und andere Sachen. Und dann fallen ab und zu mal Herzen, das sind Lebenspunkte, Getränke runter. Und man würfelt hier mit den Würfeln. Die Würfel, die grünen, sind die besten. Die blauen sind die schlechtesten. Oder vielleicht ist es eher türkis. Und so kann man unterschiedliche Sachen machen. Und grundsätzlich kann man nochmal sagen, der Angreifer, der hat hier einen Angriffswert. In diesem Fall hier ist das zum Beispiel hier. Das Schwert, kann man das sehen? Das Schwert neben der Stärke mit der Zahl 1 bedeutet Reichweite 1 und dann würfelt man 2 blaue Würfel und zack, hätte man dann schon den Angriffswert. Man kann aber auch, dieser hier kann auch einen Fernkampf machen mit Zaubern, Reichweite 6 und dann macht man eben 2 Schaden. Die meisten haben ja auch noch Spezialeigenschaften, das hier sind alles nur Getränke. Dieses Wesen kann hier halt wirklich nur Getränke machen, aber das ist auch gut so. Dieser hier, der Questing Knight zum Beispiel, der hat auch eine ganz interessante Fähigkeit. Der hat hier die Lanzenfähigkeit, damit sticht man einfach durch. Diese Aktion kostet aber dann auch gleich 2. Damit zieht man aber gleich so eine ganze Linie aus 6 Leuten und versucht denen halt richtig mal was einzuheizen. Ja, ich würde sagen, viel mehr möchte ich zu den Regeln eigentlich gar nicht sagen. Die sollt ihr sehen, denn ich meine diese ganzen Status-Token, ich könnte die jetzt alle stundenlang erklären, aber das ist ja wirklich ein Runterbeten der Regel. Ich glaube, gerade bei diesem Spiel, wo es so viele einzelne Regeln gibt, so kleine Regeln, das hier und da und alles, das guckt ihr doch euch einfach an im Verlauf in den Musterrunden. Und wenn ihr denkt, ihr wollt eigentlich nur Regeln sehen, ja, dann guckt ihr euch einfach nur den ersten Teil an und danach skippt ihr. Das geht ja auch. Das war's zum Regel- und Komponentenvideo von Super Dungeon Explorer Forgotten King aus dem Hause Soda Pop Miniatures oder aber auch Ninja Division. Ich hole euch nochmal die schöne Box hier auf den Tisch, denn die ist wirklich heavy und groß. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Nils. Tschüss!